Good morning. Ich habe ja gesagt, dass ich euch mitnehme auf meinen Tattoo-Termin. Jetzt muss ich erstmal arbeiten bis 12.30 Uhr und danach geht's los. Danach gehe ich was essen kurz und fahre direkt los nach Aalen. Das ist circa von meinem Arbeitsplatz 1,5 Stunden entfernt. Ja, aber ich freue mich und ich nehme euch mit. Viel Spaß! Outfit check. Der Tag ist geschafft und jetzt bin ich auf dem Weg nach Aalen zum Needlebomb Tattoo Studio und da bekomme ich meine 2 Pokémon. Für die, die es noch nicht wussten, es wird einmal Psyana und einmal Nachthara, die Evolution von Evoli. Meine Tätowiererin, die hatte in ihrer Story ein Wannadoo von Psyana gehabt. Und ich habe ihr geschrieben so, Alter, kannst du mal bitte nicht sowas Cooles in deine Story reinmachen als Wannadoos? Sie so, ja, weißt du, wo du mich findest? Ich so, okay, listen, girl, listen. Wenn du mir noch Nachthara dazu machst, dann reden wir. Gesagt, getan. Es ist dann noch ein Nachthara geworden. Und die kommen jetzt einmal auf den linken und auf den rechten Knöchel. Puh, ich habe ein bisschen Angst, wie die Schmerzen werden. Aber kriegen wir auch rum, ne? Ist einfach so krass auf dieser Strecke, die ich gerade gefahren bin. Rein. Wer ist der? Wie heißt das Auto? Da gab es einen Film mit Lindsay Lohan, oder? Was, Lindsay Lohan? Derby? Keine Ahnung, dieses Auto da. Sorry. diese eine Strecke, die ich gerade gefahren bin, das sind vielleicht 2-3 Kilometer. Auf dieser Strecke alleine waren 5 Blitzer. 5 Blitzer. Es ist so krass. Weil du fährst an einem vorbei und denkst wieder so, ah ja, okay, fahr ich ein bisschen schneller, es war ja jetzt der Blitzer. Nein, ich bin nicht geblitzt worden. Ich kenne die Strecke. Aber für Leute, die da zum ersten Mal fahren, ist es bestimmt, ja, interessant. Aber meine neuen Tattoos, die haben natürlich auch eine Bedeutung. Ich bin zwar nicht so ganz der Fan von jedes Tattoo muss eine Bedeutung haben. Stech dir das, was du Bock hast, ja. Aber die haben tatsächlich eine Bedeutung. Und zwar, da ich Evoli und alle Evolutionen extrem liebe, einmal das und zweitens, Nachthara und Psyana entwickeln sich nur, wenn man eine hohe Freundschafts- oder einen hohen Freundschaftswert hat. Und im Anime zumindest ist es so, dass Psyana und Nachthara sich jeweils entwickelt haben, als ihr Besitzer von etwas angegriffen worden ist. Deswegen habe ich mir das so überlegt. Das sind einfach meine 2 Schutz-Pokémon, die auf mich aufpassen und mich beschützen für nachts und für tagsüber. Und eben an den Knöcheln, dass sie im Prinzip neben mir herlaufen. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Bedeutung. Ja.
Bedeutung. Ich habe es mir einfach stechen lassen, weil ich es hübsch fand. Und ja, macht das, worauf ihr Bock habt. Lasst euch von niemandem irgendwie einlullen, dass ein Tattoo eine ganz große Bedeutung haben braucht oder muss. Das stimmt nicht. Wenn du Bock auf ein Tattoo hast, dann lass es dir stechen. Basta. Jetzt genau das passiert, was typisch ich bin, ist, das ist typisch Izzy. Ich war schon mal in dem Tattoo-Studio, als ich meine Toga hab stechen lassen. Deswegen wusste ich noch, ah ja, das ist diese Adresse. Und Gott sei Dank, zu meinem Gehirn bin ich schon früher losgefahren. Einfach damit ich früher da bin, dass ich noch Geld abheben kann, dass ich nochmal aufs Klo kann. Ja, einfach früher da sein. Und dann laufe ich da hin und sehe so, da ist ein Bestatter jetzt drin. Fuck. Und ich hatte noch geschaut in Google, weil ich das letzte Mal so einen beschissenen Parkplatz hatte. Habe ich gegoogelt, wo man parken kann. Und da war das Tattoo-Studio noch dran. Da war das noch an dieser Stelle. Und jetzt ist da ein Bestatter drin. Ich so, what the fuck? Und dann schreibe ich meiner Tätowiererin, stimmt die Adresse noch? I'm sorry. Stimmt die Adresse noch? Nee, das ist das alte Studio. Und ich so, fuck. Das ist typisch. Das ist typisch. Ja, jetzt fahre ich noch mal 20 Minuten. Ich bin fertig mit allem, bin durch. Es hat wesentlich mehr weh getan, als ich gedacht habe. Vor allem die linke Seite, oh mein Gott, ich dachte, ich sterbe. Die linke Seite hat mit Abstand am meisten weh getan mit all meinen Tattoos. Jetzt, wo du einmal gestreamt hast, denkst du, du kannst hier meinen Kanal übernehmen? Ja. I don't think so. I don't think so. Ey.
Aber es war schön, wieder die Vanessa zu sehen. Auch eine sehr coole Socke. Gerne, ich verlinke mal ihren Kanal. Zum einen auch ihren Cosplay-Kanal, als auch ihren Tattoo-Account auf Instagram. Gerne mal ein Follow da lassen. Da seht ihr dann auch meine Tattoos im Bild. Ich blende aber auch nochmal hier welche ein. Jo. Ich bin fertig. Ich esse jetzt was. Und dann gucke ich mal, wie ich schlafen kann. Wake up the pain, it's for sure good stuff, but I'm not joking.